Vor euch seht ihr die Kronjuwelen meiner LEGO Star Wars The Clone Wars Sammlung und damit haben wir heute was ganz Besonderes vor. Los geht's! Ja, ich habe vor kurzem bei dem Held der Steine ein Review zu diesem Set hier gesehen und habe mir gedacht, ja, das Set ist echt cool, aber damit kann man noch mehr machen. Und dann habe ich mal wieder meine alten LEGO Star Wars The Clone Wars Sets rausgeholt und ich möchte euch gerne heute zeigen, wie man das Teil mit diesem Teil verbindet und natürlich auch mit dem. Ich werde euch den Mechanismus erklären, wie das Ganze funktioniert und ich werde auch ein bisschen darauf eingehen, auf die Sets, die einzelnen. Von daher könnte das ein echt spannendes Video werden. Ich werde in dem Video nicht die Minifiguren davon zeigen. Ich habe schon mal ein Video gemacht über meine komplette LEGO Star Wars Minifigurensammlung. Das verlinke ich euch auch nochmal hier oben oder in der Infobeschreibung. Und von daher würde ich sagen, steigen wir jetzt ein in dieses absolute Traumset. So, und wir fangen natürlich direkt mit dem AT-OT Walker an. Ich wollte euch ja genau zeigen, wie das alles funktioniert. Und ich möchte auch noch eben den Hinweis geben, dass ich bald, um genau zu sein, spätestens nächste Woche noch ein Video dazu machen werde über alle LEGO Star Wars The Clone Wars Sets. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert natürlich gerne den Kanal. Und wir steigen jetzt hier hinten natürlich direkt ein mit der Laderampe. Die Laderampe könnt ihr ganz einfach ausfahren und dann könnt ihr dort die Klone aufladen. Das ist etwas sehr steil, muss man sagen. Ihr könnt auch das Ganze, versuchen hinzustellen. Leider ist es nicht mit Gummibändern so richtig stabilisiert bei dem AT-OT Walker. Das finde ich ist ein kleines Manko. Hier oben haben wir dann die ganzen Truppenplätze und hier vorne nochmal die Kabine. Die Kabine, da könnt ihr das hier einmal aufklappen und dann können wir hier reingucken. Könnt ihr das auch noch aufmachen. Das sind übrigens alles Sticker und hier kann man dann den Klonpiloten noch einmal reinsetzen. Und wenn wir es dann wieder zumachen, zack, ist das Ganze wieder geschlossen. Aber für die Funktion, die wir jetzt testen wollen, müssen wir den Kopf einklappen und das Teil hier oben drauf tun. Wir sehen auch, hier vorne sind noch mal zwei Kanonen und unten diese 8 Beine. Ich sage euch eins, diese Beine zu bauen ist echt nervig und anstrengend. Also von daher, wenn ihr es gebraucht kauft, lasst euch die Beine nicht auseinandernehmen. Damit erspart ihr euch eine mühsame Arbeit. Also es ist auch kein großes Bauvergnügen. Aber wir wollen jetzt natürlich jetzt hier auf die Funktion konzentrieren. Und dafür müsst ihr jetzt mal genau hier auf dieses gelbe Teil gucken. Das ist tatsächlich wichtig. Ihr seht hier den Griff. Damit kann das Ganze hochgehoben werden und mit diesem gelben Teil wird das Ganze auch noch stabilisiert, damit das so in der oben stehen bleibt. Wir müssen uns jetzt eben nochmal das Gunship angucken. Da seht ihr hier vorne, sieht es relativ ähnlich aus wie das normale Gunship, also nicht das Dropship, ja, das normale Gunship, sage ich mal. Ihr könnt das hier auch aufmachen, dann kommt hier nochmal so eine Raketenstation raus. Die Raketen könnt ihr auch noch als Ersatzmunition verwenden, denn hier unter den Flügeln gibt es noch mehr von diesen Raketen. Die schießen leider alle gleichzeitig ab mit der Funktion. Und hier könnt ihr vorne noch einen Klonsoldaten reinsetzen. Der kann das Ganze dann steuern. Sehr cool sind auch hier diese Kugelkanonen. Die gibt es irgendwie gefühlt gar nicht mehr in LEGO Sets. Und wenn wir dann hier hochgehen, sehen wir, wenn wir hier einmal runter gucken, das Ganze ist mit Technikstreben ein bisschen unterstützt. Das ist auch sehr wichtig, denn das Ding muss natürlich auch echt was heben können. Und wir sehen hier, da ist auch noch richtig viel Technik drin, die das Ganze ermöglicht. Einmal haben wir hier so zwei so Art Ausleger, die werden sich gleich noch an den AT-OT ranlegen. Die sind hier hinten mit ein paar Gummibändern befestigt, sodass sie so ein bisschen hüpfen und nicht ganz einklappen. Das ist sehr praktisch. Denn hier unten seht ihr den Mechanismus, der das Ganze anhebt. Man hat einmal hier dieses Teil, dort geht dann, wo jetzt mein Finger ist, da geht die Halterung von dem AT-OT rein, wo ihr ihn tragt. Und dann könnt ihr hier sehen, da unten ist so ein gelber Stöpsel. Und dieser gelbe Stöpsel, der wird eingedrückt durch diese Halterung, dann schwupst dieses Teil hier da rein und schon ist das Ganze fest und wir können es durch die Gegend tragen. Hört sich jetzt noch ein bisschen kryptisch an, aber wir machen das Ganze jetzt mal nebenbei. Ihr habt hier auch noch einen sehr coolen Griff, mit dem ihr das Ganze dann anheben könnt.
Und der Griff ist sehr massiv, denn wir wollen jetzt natürlich auch zwei Sachen direkt hochheben. So, und jetzt probieren wir das Ganze gemeinsam aus. Wir sehen hier der gelbe Stöpsel. Wir versuchen hier langsam drauf zu landen. Ich versuche mal eine bessere Position hier zu finden. Gucken uns das Ganze von hinten an. Und da haben wir es. Zack. Und schon ist das Ding eingerastet. Ja, wir zoomen mal hier raus. Wir sehen, das ganze Ding hängt an meiner Hand. Es ist relativ schwer, muss ich sagen. Es sind ja halt auch zwei Fahrzeuge, die hier jetzt hängen. Und das Ganze hält auch. Ihr könnt das Ganze natürlich auch wieder abmachen. Ihr könnt es natürlich auch einfach abstellen. Das funktioniert nicht 100% optimal. Der AT-OT-Walker kriegt da ein paar Gelenkbrüche mit rein. Aber wenn ihr das Teil jetzt hier einfach wieder rauszieht, dann könnt ihr das Ganze auch wieder lösen und anheben und dann ist das Ganze auch wieder oben und ihr könnt wieder das nächste aufnehmen und wir wollen jetzt einmal gemeinsam den ATTE hochnehmen. So, beim ATTE ist es jetzt eine kleine Herausforderung, denn wir müssen dieses Teil, mit dem man das Ganze anhebt, hier festhalten, damit man hier oben das Loch benutzen kann, denn hier ist kein so ein gelbes Teil befestigt. Na klar, der ATTE, der kam aus 2008, hat knapp 800 Teile und hat damals 100 Euro gekostet. Und wir probieren das Ganze jetzt aus. Es ist auf jeden Fall kompatibel und lassen das einmal hier drauf landen. Wir sehen wieder, jetzt landet das gelbe Teil genau auf dem Handgriff und rastet ein. Und tada, hier fliegt unser ATTE gemeinsam mit dem Dropship. Ist das nicht ein wahnsinnig cooler Look? Ich finde, das sieht sogar fast noch besser aus als mit dem AT-OT-Walker. Den AT-OT-Walker sieht man fast gar nicht und ihr seht auch, ja, es ist nicht ganz optimal, wenn man es landen lässt. Aber so sieht es einfach so klassisch aus wie aus der Clone Wars TV-Serie und wie aus den Star Wars Filmen. So, und beim Klon-Turbo-Tank müssen wir jetzt leider noch ein paar Änderungen vornehmen. Und zwar seht ihr auch wieder hier diesen handlichen Griff. Dort müssen wir jetzt das ganze Teil hier einen tiefer stecken. Das ist nämlich von Haus aus einen weiter oben. Und jetzt, könnt ihr sehen, kann man das auch wieder hier befestigen mit diesem gelben Teil. Ich versuche jetzt nochmal eine andere Perspektive für euch hier einzufangen. Und zack. Wir lassen das einmal da drauf fallen. Hier ist auch wieder das Problem. Ja, jetzt hat es wieder nicht geklappt, weil dieser Handgriff natürlich hier nicht befestigt ist beim Clone Turbo Tank. Es ist ja auch nicht darauf ausgelegt von Lego, dass man das hier macht. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Und wir sehen, jetzt hat es auch funktioniert. Das Ganze ist wieder befestigt. Wir können es wieder hochheben. Und das zeige ich euch natürlich auch noch einmal. Leider ist hier jetzt ein bisschen was beschädigt worden. Das kann manchmal vorkommen, aber ich meine, das passiert ja hier im Kampf mit Droiden auch. Das ist ein geringer Schaden. Jetzt können wir sogar rollen mit dem ganzen Teil. Landen lassen würde ich es jetzt allerdings nicht, denn das wird wahrscheinlich übel enden. Aber ihr seht, es funktioniert und ihr könnt so eure komplette Star Wars, Clone Wars Schlacht nachbauen, so wie ihr wollt. Und bevor mich jemand in den Kommentaren fragt, ob das Ganze auch mit dem AT-AT verbindbar ist, nein, es ist wohl nicht. Also zumindest nicht mit meiner Version des AT-ATs. Wir sehen hier, er hat keinen Handgriff. Und wenn wir das Ganze mal umdrehen, ja, wie gesagt, er hat keinen Handgriff. Deshalb müsste man vielleicht da oben noch irgendwo ein Loch reinmachen oder sowas. Da habe ich aber leider, wie gesagt, ich habe kein großes Teilelager. Von daher ist es leider außerhalb meiner Möglichkeiten. Aber wäre auf jeden Fall auch mal interessant zu sehen, so ein Republic Dropship mit einem AT-AT. Ja, und jetzt habt ihr so einen Schatz aus meiner Lego-Sammlung gesehen. Ich muss sagen, ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich diese Sets besitze und ich bin auch wahnsinnig dankbar dafür. Und ich würde mir auch wünschen, dass Lego mal wieder sowas rausbringt. Ich meine, es gibt jetzt bald eine neue Clone Wars Staffel. Das Ganze wird jetzt noch, naja, sagen wir mal, zu Ende gebracht. Und dort wäre doch jetzt bestimmt Raum für solche coolen Fahrzeuge. Also ich will zumindest ein AT-ATE von Lego sehen. Wollt ihr nochmal so ein Video darüber haben, wo ich rede, was vielleicht kommen könnte zu der neuen Star Wars, The Clone Wars
Staffel. Ich denke, da könnten wir bestimmt ein paar coole Gedanken austauschen. Und ansonsten verlinke ich euch hier nochmal meine komplette Lego Star Wars Minifigurensammlung. Und ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß in der Lego-Welt mit diesen Sets. Soll ich nochmal ein Review machen? Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und bis dahin, ciao.